Das mit den Fakten, sagen wir es mal so, die Fakten, die reden Klartext. Ja? Und die Fakten sagen, es ist Krieg da draußen. Und das will aber niemand wissen. Deswegen ist es aber trotzdem. Die New York Times hat Warren Buffett kürzlich gefragt, was der zentrale Konflikt unserer Tage ist, aus seiner Sicht. Und er hat ohne zu zögern geantwortet, der zentrale Konflikt ist der Krieg Reich gegen Arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, die hat diesen Krieg begonnen und sie wird ihn auch gewinnen. Falls Sie nicht wissen, wer Warren Buffett ist, das ist immerhin der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten und hat 60 Milliarden auf der hohen Kante. Nicht? Und er ist siegesgewiss natürlich, was kein Kunststück ist. Nicht? Wenn man im Waffenarsenal finanzielle Massenvernichtungswaffen hat, dann kann man siegessicher sein. Ist übrigens auch O-Ton Warren Buffett, finanzielle Massenvernichtungswaffen. Mit dem werden Sie den Krieg vielleicht gewinnen, wir wissen es noch nicht, aber er ist im Gange. Was mir auffällt ist, dieser Krieg der Reichen hat Züge eines Drogenkrieges. Und zwar die Droge ist das billige Geld, denke ich mir. Nicht? Damit werden Länder angefüttert mit billigem Geld, so lange, bis sie sich daran gewöhnt haben, mit billigen Krediten über ihre Verhältnisse zu leben. Und sobald sie sich daran gewöhnt haben, kommen dann die Dealer und erhöhen langsam die Preise, so lange, bis das Opfer ruiniert ist und wenn es dann nicht mehr zahlen kann, pleite oder die Schulden nicht zahlen kann, dann kommt das Inkassounternehmen, holt aus seiner Bude alles raus, was in Nied und Nagel, alles, was sich zu Geld machen lässt, also sagen wir Wasserversorgung, Gas, Stromversorgung, Rentenkasse, Lotto, Toto, Eisenbahn, sowas, nicht? Und übrigens das berühmteste Inkassounternehmen des globalen Geldsyndikates, das ist der Internationale Währungsfonds. Der letzte IWF-Chef übrigens, Strauss-Kahn, der soll nebenbei sogar als Zuhälter aktiv gewesen sein. Das ist bei Dealern ganz üblich. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Nicht? Ein kleines Detail, ganz interessant finde ich. Als das Inkassounternehmen vom Internationalen Währungsfonds nach Griechenland kam, um die Bude auszuräumen, hat das diese Inkassounternehmen kam auf ausdrücklichen Wunsch von Angela Merkel. Was vielleicht da mit zusammenhängen kann, dass der beim Ausplündern, beim Ausverkauf Griechenlands die griechische Armee ausgelassen worden ist. Von daher wäre es natürlich gut, wenn wir da ein bisschen mitgemischt haben, weil die griechische Armee, die möchte noch 60 Eurofighter bei uns kaufen und das darf sie auch. Was ja auch sinnvoll ist, nicht? Dadurch kommen unsere Hilfsgelder, werden nicht sinnlos in irgendwelchen blöden Kanälen verschwinden. Nicht? So, gab es noch was zu meinem... Genau. Ganz wichtig in diesem Bild ist noch, der Drogendealer selbst ist auch abhängig, hochgradig billiggeldsüchtig. Erkennen Sie daran, beim leisesten Gerücht, dass der Stoff knapp werden könnte, sofort Panik. Wenn der Nachschub wieder geklärt ist für ein, zwei Jahre, Riesenparty. Das ist ein typisches Junkie-Merkmal. Nicht? Was wollt ihr noch sagen? Im Moment ist natürlich, läuft alles nach Plan. Muss man sagen, es läuft sehr gut. Tag und Nacht wird Billiggeld geliefert. Aber es wird nur an die Dealer geliefert. Und bei denen bleibt das meiste hängen. Beispiel, in den USA werden jeden Tag knapp 3 Milliarden Dollar frisches Billiggeld an die Dealer geliefert und die geben es aber nicht weiter. Nicht? 45 Millionen Amerikaner kriegen dafür Lebensmittelkarten. Und zurzeit vermutet man, dass 700 Personen vom globalen Geldsyndikat bereits über 2/3 der weltweiten Vermögenswerte verfügen. Dann bleiben zwei Fragen zu klären. Ad 1, warum greifen die Regierungen nicht ein? Die Frage ist leicht zu beantworten, weil sie Großkunden bei den Dealern sind. Nicht? Die sind auch billiggeldabhängig. Und die zweite Frage wäre dann, wie gewinnt man einen Drogenkrieg? Da sind sich die Experten einig, indem man Syndikat und Drogenkartelle zerschlägt. Das wird bei uns noch nicht mal versucht. Wenn Sie da fragen, warum, verweise ich Sie auf Frage 1 und die entsprechende Antwort. Ja, die Frage ist, was Sie... Interessant wäre noch kurz zu erörtern, was wird stattdessen gemacht? Nicht? Ein bisschen kommt es mir so vor, dass die Endverbraucher werden auf kalten Entzug gesetzt. Da verschwindet alles. Und was passiert, wenn man auf kalten Entzug ist? Sie wissen es wahrscheinlich auch vor Einzelfällen. Irgendwann fangen sie an zu randanieren, zu toben und dann gehen sie aufeinander los. Und das erleben wir gerade. Aber in der Zeit ist die Reichenarmee schon weitergezogen und hinterlässt, was der Krieg ebenso hinterlässt. Nicht? Ausgeplünderte Länder, zerfallende Staaten und ein Millionenheer von Flüchtlingen. Und dieses Flüchtlingsheer, das versucht dann zum Beispiel vielleicht übers Mittelmeer zu kommen. Und wenn sie dann dieses Flüchtlingsheer am Südufer Europas ankommen, da treffen sie dann ein Millionenheer junger Arbeitsloser. Und da können wir Gott froh sein, dass wir 2 Flugstunden davon entfernt im tiefsten Frieden leben und damit überhaupt nichts zu tun haben. Gott sei Dank.